Moin Leute, herzlich willkommen zu einem der traurigsten Videos wahrscheinlich in diesem Jahr. Ich bin hier gerade mit meinen beiden Racebikes, einmal mit der R6 und einmal natürlich auch mit der neu folierten R1. Danke auf jeden Fall auch für das ganze Feedback und danke auch für die ganze Teilnahme beim Gewinnspiel von EXS. Die haben sich auch sehr gefreut. Ja, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ich bin hier gerade bei Hafenweger Renntrainings. Ich hatte diese beiden Schätzchen hier hingebracht, um sie nach Spanien bringen zu lassen. Hafenweger Renntrainings bietet ja unter anderem auch für ein paar Bikes, ihr seht es vielleicht auch hier im Hintergrund, alle noch eingepackt, einen Biketransport nach Spanien an. Und das Ganze, ich glaube, die Bikes habe ich letzte Woche hingebracht. Letzte Woche? Ja, letzte Woche hingebracht. Und jetzt bin ich wieder hier. Heute ist, ich glaube, das Video werdet ihr auch heute direkt sehen, heute ist der 17. März 2020. 10.47 Uhr und ich werde die beiden Bikes jetzt wieder abholen, denn ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir haben einen kleinen Virus irgendwie am Start, Corona, und der hat tatsächlich nach und nach die ganzen Grenzen dicht gemacht, beziehungsweise ich sag mal so, am Anfang war es noch, ja gut, vielleicht wird es mit dem Fliegen schwierig, vielleicht kann ich nicht nach Polen fahren oder sonst was, mittlerweile haben gefühlt alle ihre Grenzen dicht gemacht und die Rennstrecken haben nach und nach abgesagt, deswegen wird es jetzt erstmal leider keine Rennstreckenvideos geben. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, beide zu fahren. Ich muss auch ehrlich sagen, ein bisschen finanziell für mich auch doof. Ich hatte ein paar Kooperationen geplant, die halt auch da stattfinden sollten. Ähnlich geht es Hafenweger Renntrainings zum Beispiel auch. So, die haben auch die Rennstrecke gebucht, da entstehen natürlich auch Kosten, Aufwand, haben das ganze Essen eingekauft und so weiter. Ist natürlich doof, aber irgendwie hängen wir alle mit im Boot. Viele haben mich auch schon auf Instagram gefragt, wie meine Meinung irgendwie ist, was ich zu Corona sage. Am Anfang habe ich es auch noch, was heißt belächelt, aber ich sag mal, nicht ganz ernst genommen. Mittlerweile beschäftige ich mich schon ein bisschen mit dem Thema. Ich finde es auch, ja, auf der einen Seite muss man natürlich gucken, aber man muss auch grundsätzlich einfach mal gucken, dass man sich vernünftig einfach die Hände wäscht, ein bisschen aufpasst, vielleicht nicht die Großeltern ansteckt. Mein Opa zum Beispiel, der hat auch nicht mehr so die beste Lunge, sprich, wenn der Corona oder Grippe oder irgendwas bekommen würde, würde er natürlich auch umkippen. Aber ich sehe es ein bisschen kritisch. Ich finde die Medien, die ganze Berichterstattung von den staatlichen Sendern, finde ich sie sehr, sehr gut. Ich finde, wenn ihr euch informieren wollt, ARD, ZDF etc., könnt ihr gerne vorbeischauen. Sind auch ein paar ganz interessante kurze Animationsvideos zu Hamsterkäufen und so weiter. Das müsst ihr einfach nicht machen. Das ist einfach dumm, auch tatsächlich das zu machen, weil dieser ganze reguläre Ablauf in der ganzen Konsumwirtschaft, das ist einfach nicht darauf ausgelegt. Und wenn alle ganz normal ein bisschen ihr Leben weiterleben würden, vielleicht ein bisschen weniger rausgehen, ein bisschen weniger in Restaurants, Bars, Clubs, Bordelle oder was auch immer gehen würden, dann wäre das, glaube ich, auch in Ordnung. Naja, das so ein bisschen mein Thema dazu. Lasst euch nicht von diesen ganzen bezahlten Medien beeinflussen. Die labern echt auch viel Müll, machen viel Panik. Es tut mir leid für eine 86-jährige Oma, wenn sie an Corona gestorben ist, aber so ist es ab und zu. Die wäre wahrscheinlich auch an einer anderen Krankheit gestorben, aber dann diese Totenzahl so groß aufzubauschen. Lasst euch da nicht zu sehr beeinflussen, informiert euch da ein bisschen. Ich werde eigentlich in diesem Video gar nicht mehr viel erzählen. Eigentlich wollte ich nur kurz ein Infovideo machen, dass es jetzt erstmal nicht auf die Rennstrecke geht. Wahrscheinlich wird es auch nicht nach Brünn gehen, vielleicht doch. Das werden wir noch abklären. Einfach gucken, wie die Lage ist. Letztendlich sind wir, wie gesagt, alle im Boot. Wir wollen alle fahren, wir haben alle Bock. Wir werden auch fahren. Wir werden halt leider die R6 nicht fahren, weil, ich sag mal, die umbauen auf Straße wird tatsächlich ein bisschen schwierig. Da fehlt uns vielleicht das ein oder andere Licht oder fehlt auch ein Blinker. Ich weiß es nicht. Aber was wir fahren können, ist die R1. Und ich meine, klar, wir müssen leider auf den Sound auch verzichten. Wir haben hier natürlich immer die wunderschöne Akrapovic-Anlage dran. Die werde ich auf der Straße nicht fahren können. Ich werde mal gucken, vielleicht habt ihr eine Idee für einen Slip-On. Dann schreibt ihn gerne mal in die Kommentare, ob ich noch einen Slip-On besorge. Aber letztendlich, durch die Cuts und so weiter hier unten drin, wird der Sound eh nicht deutlich lauter werden. Sie klingt meiner Meinung nach trotzdem gut. Wir werden die Spiegel wieder ranmachen. Wir werden kurze Kennzeichenhalter ranbauen. Da gibt es auch Videos zu. Und dann werden wir dieses Gerät auf der Straße fahren, Vlogs damit machen. Ich will ja auch nochmal ein Launch-Control-Video machen. Das Gute ist, bei den ganzen Gillis-Teilen hier, die Hebel, Schutz, Fußrastenanlage. Hier haben wir auch noch am Start, natürlich immer noch mit Branding, nur wieder sauber machen. So. Das hat alles TÜV. Das ist nämlich gut. TÜV, das hat ABE, das hat eine ABE, hat eine E-Nummer hier überall dran oder ich habe auf jeden Fall die Bescheinigung dafür. Sprich, ich kann alles auf der Straße legal fahren. Deswegen, die werden wir wieder zurückbauen. Ich hoffe, Dunkel und Lütt muss nicht schließen aufgrund von Corona und ich werde das gemeinsam mit denen dann einmal wieder umrüsten. Das heißt, es werden Fotos und Videos auch mit der R1 kommen, auch noch mit meiner Street Triple die Tage. Das nächste Video wird mit meiner Street Triple wahrscheinlich, vorausgesetzt der TÜV TÜVt noch. Die braucht nämlich TÜV. Ja, das ist so ein kleines Update-Video.
lasst euch nicht zu sehr negativ beeinflussen, passt einfach ein bisschen auf euch auf, schön Hände waschen, 30 Sekunden lang, sollte ich mich auch nochmal öfter dran halten und ja, fahrt viel Motorrad, da habt ihr einen Helm auf, da seid ihr sicher und wir sehen uns im nächsten Video von der Straße, leider nicht von der Rennstrecke, ich denke mal gegen April, vielleicht eher gegen Sommer, wird dann hoffentlich was von der Rennstrecke kommen, ansonsten bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt nicht so spannend, viel Gelaber, aber es wird auch nicht so schlecht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.